Eine kleine Information vor dieses Video startet, da ich bemerkt habe, dass ich in der letzten Aufnahme leise bin oder Anfang des Videos leise war, wollte ich das in dieses Video eigentlich korrigieren, aber jetzt habe ich mein Mikrofon zu nah an meinen Mund gehalten in dieser Aufnahme und bin jetzt zu laut. Und tja, bei den Leuten, wo ich das laut bin, da ich ja nicht weiß, in welcher Lautstärke ihr das Video wiedergebt, kann ich ja nicht behaupten, dass es bei jedem so ist, dass es bei jedem laut ist. Aber bei denen das so ist, es tut mir leid. Und das wird demnächst nicht nochmal vorkommen. Und warum ich das nicht neu aufgenommen habe, das lag daran, dass wir zu viele lustige Augenblicke in dieses Video gerade drin haben. Und da hatte ich da keine Lust mehr, das wieder neu aufzunehmen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis, bei denen ich laut bin. Und ich hoffe, es wird auch euch noch trotzdem gefallen. Und würde dann sagen, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Heute spielen wir wieder World of Tanks. Mit mir ist wieder mal dabei der Baller. Moinsen. Und einmal der Jedi, der mir eben meinen Start versaut hatte. Hi. Und als Gastkommentator der Ottila. Hallo. Ja, wir fahren auf Fischerbucht. Siegeschance ist jetzt nicht gerade hoch. Und ich kann das lesen, mein Freund, und die Zuschauer und so weiter auch, ne? Nehmen wir so. Aber das war so geil gerade. Das war so episch, Alter. Ja, wenn der mir keine Warnung gibt, dann. Ich hab gesagt, halt die Fresse, ich werde jetzt starten. Also hallo YouTube, das ist hier die Quark, Quark, Quark. Also das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja. So, nochmal Fischerbuch, 27% Windchance. Baller und ich mit STI, sein Baller, ne? Oh Mann, ey. Oh, schön. Die Folge muss so nachflashen werden, Alter. Die müssen wir viel fahren. Oh mein Gott, das fängt schon gut an. Sein STI ist nicht voll ausgebaut, da fehlt noch seine Kanone. Da fehlt alles, das Ding ist eine Schrottmöhre, Alter. Boah, wo ging der denn? Autsch. Oben drauf. Was steht denn da alles? Canavan? Canaveron? Ja, und den nicht erwähnten Fahrzeug E75 von Jedi. Auch unausgebaut. Baller blockiert wieder ganz schön. Immerhin eine bessere Kanone. Komm, geh nicht hin. Kommst du da hin? Nee, aber da kann er auf mich schießen. Was ist denn hier los? Wo kommt ihr alle her? Ey, wie kann der uns treffen? Reißt euch mal zusammen jetzt. Unter das Haus, Mann! Da unter kann man seine Wanne sehen. Ich muss Sidescrape hinter dir. Baller, geh weg! Ja, oh. Gib ihn die. Oh, nice. Nimm mal die Arti. Hier, das gefällt mir. Darf mich nicht neben dir stellen, Alter. Oh, schieb mich gleich ins Wasser rein, ey. Ey, wir verlieren, glaube ich, unsere linke Flanke von der Karte aus gesehen. Lass mich mal hier. Ah! Oh! Mal weg, ich muss hier weg. Kann ich. Sterb sonst. Ich meine ja auch nicht dich. Oh, ich komme hier nicht weg. Aua! Aua! Ganz ruhig hochgucken. Aua!
Hey! Oh, ja. Oh. Kinderkrieg ist deswegen habe ich gesagt, wartet lieber, ich will meine Werkzeugkiste mit haben. Aber nein! Wegen der Kette. Ah, ja, ich kam nicht weg. Der Kernavon hat ganze Zeit auf meine Kette, ne, Centurion. Kernavon. Ich laber ganze Zeit vom Kernavon, Alter. Der. Ja, lass mich da. Alter, die Kanone ist so für den Arsch, man. Selbst mit Gold komme ich da nirgendwo durch, Alter. Centurion. Der Centurion hat ganze Zeit meine Kette getrackt. Eine Kette getrackt? Ja, so richtig getrackt. Und da war eine Goldmunition und dann ist er weg. Baller. Wer? E75? Ja. Wird schwer, machst du mit Gold. Ja, Gold unter Wanne. Gold unter Wanne, fertig. Wird trotzdem schwer mit dem sein Durchschlag. Aber ja, dieser ganz Sound. Komm mit Gold nirgendwo durch. Die brennen bei mir auch gerade instant ab. Ja, ist STI. Und sonst Turmkuppe versuchen durchzukommen, da kommt's auch durch. Du Loop von Centurion, Alter! Boah, leck mich am Arsch! Komm, 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 nimm ihn! Nimm ihn hart! Er lädt, glaube ich, schneller nach. Turmkuppe. So hart wie noch nie. Oh, Mann! Also, Attila! Ich bin so Kommentator, weißt du? Das hat irgendwie nicht so gut geklappt, von oben zu kommen. Oh, von oben. Nimmt dich die Arti auch in Beschuss? Mich ja. Ja, das habe ich ja eben gesehen. Das haben wir auf der Aufnahme. Ich hab's auch. Weißt du, nichts kommt durch außer die Arti, ne? Aber ich komme selbst auch nirgendwo durch. Ja, ja, weißt du, eben kam auch nichts durch, außer der Prototyp, der mir auf die Seite reingeschossen hat und die der GW-Tiger, der mir von oben in, raufgeschossen hat. Naja, einmal 700 drin. Unsere linke Flanke ist gefallen. Komm, Pershing, bring it on. Schieß mit Gold auf mich. Ich steh auf dein Gold. Oh. Alter, das ist so für den Arsch, ne? Also, ich find's lustig. Ja, nix kommt bei mir durch, doch, der T28 kam ihm durch. Aber trotzdem, Mann, aber ich komme jetzt auch nicht durch. Ich check den Pershing jetzt perma, Alter. Vorsicht, oh Mann, ah, du musst bedenken, Arti, ne, du hast nicht viel Zeit. Der T28, der könnte mich in die Seite schicken. Ich hab gesagt, die Arti schießt gleich. Hast Glück gehabt, dass sie dich nicht getroffen hat. Ja, ich wollte gerne zum T28, aber da ist immer noch der Centurion und der... Der schießt auf Baller. Ja. Kein Damage gemacht. Läuft. Weil die Kanone ist einfach den Arsch. Was? Was hab ich gezwungen? Nur 338, schäm dich, Jedi. Das ist die schlechte Kampfmann, wie oft noch? Schäm dich. Leck meinen Arsch. Der Löwe soll mir mal helfen. Der Löwe hat selbst kommt noch auf den, der traut sich nicht vor, weil da T28 ist. Was macht der? Ja, Löwe? Der fickt mich gleich. Also der Löwe kann dir helfen. Er kann nochmal Kamikaze machen, Rammanöver, volle Karacho. Und dann ist er weg. Er kann den T28 Prototyp weg. Ja, der soll den jetzt endlich auch mal killen. Er bewegt sich. Ja, genau deswegen. Los. Wunderbar, Herr Löwe. Abgeprallt am Pershing. Wunderbar, Herr Löwe. Ihr reißt das Match noch. Ihr werdet es reißen. Wenn die Arti mich nicht trifft, ja. Boah, alter, Motor reparieren, ey. Das geht ja gar nicht mit dem Panzer ohne Motor, ey. Das ist ja beim Löwen genauso. Ist beim Löwen einmal der Motor weg und schon kannst du keinen Berg mehr hoch. Boah, hier ich muss hinter das Haus kommen. Hier sehen wir unseren fantastischen Jedi, wie er gerade versucht vorzukommen. Und da sind wir seinen wunderschönen... Ja, der Löwe hat zu lang gebraucht. Und da sehen wir sein wunderschönes Wrack. Da sehen wir noch einen hässlichen Löwen. Ey, der hat doch gar nichts gemacht, der Typ. Alter, seit wann prallten so viel beim Löwen ab? Wenn ich da fahre, wenn ich den fahre, da kommt alles durch. Also die Arti ist nicht abgeprallt. Doch, ist nur Scheinmanöver. Bestimmt. Ah, Mikro rutscht schon wieder weg.
So. Schaltspiel. Ich fand's lustig. Du kommst nicht mal Steuerwand oder irgendwas, ne? Nö, ich auch nicht. Obwohl ich fast 5000 Schaden habe. Ja, du musst, glaube ich, überleben fürs Steuerwand. So, Neuner wird nicht mehr quaren, habe ich gehört. Was? Lass uns nochmal Neuner, war lustig. Eben war ich, nach 13 Gefechten, ne, war ich bei 1900. Dank des SCIs bin ich jetzt bei 1200. Ja und? Ich bin bei 800, weil ich Ich bin, weil ich zwei Niederlagen eingefahren habe, erst bei 455, also beschwer dich nicht. Er ist ja, die 0 Scheiße. Yeah, halt die Fresse. Davor hatte ich auch 0 Min AMX, jetzt hatte ich gerade 1700. So, was wollen wir? War ganz okay. Fünfer? Sieht's aus? Ja. Ja, okay, dann fahren wir schon. Eingeschränktes Matchmaking, habt ihr den irgendwie? Nein. Baller hat den KV nicht geschafft. Ach, er hat aufgegeben. Mann. Ja, aber ich kann einen Vierer nehmen. Ja, Baller ich würde sogar lieber einen Vierer nehmen. Baller müsste doch Vierer. Aber ich möchte einen Vierer nehmen. Und dann lass mal Vierer fahren, komm. Vierer, sag's. Was? Etze. Ich hab den, nee, aber ich hab den Marder 38. Ja, nimm Marder 38, der ist auch gut. Habe ich schon was zu keine Art, die. Wieso denn nicht? Ist weil die tot sieht. Meinst du nicht? Ich habe aber noch nicht die beste Wumme auf dem Marder. Ja, der ist trotzdem gut. Nein! Nein! Das kann nicht sein. Ab in die zweite Runde. Ab ins Sechser Gefecht, oh, doch nicht. Siehst oh, du? Scheiße. Oh, jetzt kann ich alles one-shotten. Ah, oh, so eine Scheiße, ey. Warum sind wir nur in ein Vierer-Match gelandet? Das An ist einem doch, stressigen Tag das, einfach mal Hetzer mit Goldmuni fahren. Das ist doch gar keine Herausforderung. Sauerstoffmangel. Erstmal ein Schlückchen trinken. Auf die Gegner sind Loops. Ja, was meinst sind du? Legen wir los! Oh, jetzt habe ich ja wieder diese deutsche Stimme. Marder! Nein! Du kriegst Mann, mich nicht! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Ja. Hansa, hey! Komm, Verfolgung aufgenommen! Ja, du bist schneller als ich, das ist klar. Motor Sound Mod! Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall. Bin ich mir dabei. Also, sein. Hast du den überhaupt? Sein Hetzer. Ja. Sein Hetzer. Welchen hast du? Otello? Gleichen wie ihr. Sound Mod meine ich, ne? Ja. So gesehen, durch den Soundmod von Yidi hört sich jetzt sein Hetzer wie ein Traktor an. Ja, das kommt sogar gut hin. Echt? Ja. Hab ich ja gut geraten. Aber die Kanonen sind halt geil. Ja, stimmt, die hören sich nicht mehr wie eine Wasserpistole. Sondern hören sich Was jetzt wie. Macht der Hetzer in der Mitte, bitte? Von Warum mir rausnehmen das gerade. Oh, ich hab. Darüber. Ach, die Scar. Da ging durch ihre Panzerung. Alter, wie ich gerade Frame einbrüche, was ist denn da los? Ich hab gerade irgendwie extreme Ruckler. Als Maul jetzt. Ich bin tot. Das ist Läuft wegen den ganzen Panzer-NPCs, die hier rumfahren. Ja, das ist bei mir auch so. Die Frame einbrüche hier dann bei mir richtig Arsch nach unten. Alter. Also bei mir ist sie stabil. Ah, das ist doch beschissen. Warum kommt man denn Ziel zu mir? Hallo. Ja, so ein scheiß roter Typ. So ein scheiß roter Typ tut mich one-shotten. Hallo. So sind wir gelandet. Bild, nee, Alter. Das nehmen wir Wo nicht ist in der S35? Da ist der S35. Mein Munilager ist angefreckt. Das nehmen wir nicht mit in der Aufnahme. Nee, nee, das schneide ich raus. Lux, bleib jetzt stehen. Blöder Wichser. Alter, heute sind doch nur behinderte Teams unterwegs. Warte, ich rette die Ehre unseres Clans, indem ich Goldmuni schieße. Abo weg! Jura! Oder ich den Lux treffe, aber die Kanone trifft ja nicht.
Nee, der Lux hatte... Bleib doch mal stehen, Junge! Der Lux hatte Glück und durch bei ihm ist dieser komische Bug aufgetreten, dieser Geist-Bug da oder Glitch. Alter. Tschüss, Jedi! Ja, ich mach's bin noch gut! Scheiße, 40 mit HE, Alter! Ich bin bei dem falsch. Wir wittert. Scheiß roter Bastard, Alter. Ja, ne, die roten Barone machen uns wieder fertig. Ich muss jetzt auf Kills gehen, sonst verlieren wir das. Ja, Panzer 1-10 ist ein guter Spieler, ey. Sag mal, kannst du das überhaupt leisten? Ja. Ja, echt. Garantiert schießt er mit Gold, wetten. Ja, ich schieß mit Gold. Hier sehen wir einen nubigen Hetzer namens Jedi. Alter, komm, wenn der Tag anstrengend ist, du nimmst deinen Hetzer und knallst alles mit Gold weg. Und na, fährst mit 14 den Hügel hoch. Hetzer, Goldname! Mimi, Mimi! Ah, hallo T40! Wollen wir Tschüss. Freunde sein? Überhaupt nicht overpowered, nein! Alter, das Ding geht so ab, ne? Hier sehen wir gut einen gut beschriebenen Panzer. Den kenne ich zwar nicht, diesen Hübze. Nein, der meinte Howitzer, denke ich. Also Haubitze. Achso. Hä? Komm ich da durch oder trinke ich da? Du kommst durch. Nee, du hast ein bisschen Knall. Rauf! Hey, da ist die Arti. Da hinten. Mein Mörder. Jetzt kann mich immer noch killen. Ja, roter Spieler. Dieser scheiß rote Baron, Alter, der hat mich auch rausgenommen. Mythos der roten Asis. Ja, kommt der rote Asis sieht, lauft um euer Leben. Der hat 3 Kills und eine verfickte grüne Winrate auf dem Ding. Und jetzt ist er tot. Komm, mach deine 8 Kills noch. Ja, Radley Wall, dass die es gar nicht gibt auf die 4, ne? Eine Gold Round habe ich noch. Eine extra nur für dich aufgeladen. Nein! Gold geschossen, der Fenner! Jetzt musst du hinschreiben, Gold Noob! Der M3D schläft auch, oder? Der hat 1 HP. Ist trotzdem schlecht, ey. Ist diese Wand nicht so schön? Sie ist so. Nun ja. Ist dieser Busch nicht wunderschön? Oder, nee, dieser Berg ist doch wunderschön, oder? Ey, er fährt vor! Und mein Mikro entfernt sich wieder von meinem Mund. Aber pass auf, nicht zu weit reinstecken, ne? Aha! Lol, wie kommt der Panzer 3 dahin? Komm schon, T40. Och, was machst du denn, du Dödel? Komm schon, M12. M12. Total M12. M2 meine ich. M12, genau. Ja, das ist die M12 noch damals in der vorherigen Vision, wo sie noch M2 war. Guck, ich hatte keine. 10 Laters später. 10 Laters? Bail. Keine Ahnung. Nee, eigentlich wollte ich sagen 10 Hours later. Idiot. Das heißt Hours. Da steht aber ein H vorne, ich sag Hours. Nur groß und Krieger. Ja, Hours, Alter. Nur Großkaliber und Krieger, ich bin enttäuscht, Jedi. Ja, ich auch. Ich hätte einen noch überleben wollen. Au, nur 17.000 minus, das geht ja. So, waren wir 8er? Also, das war witzig. Das war endlich mal entspannt. Ja, und jetzt dürfen wir uns wieder in der Hölle reinbegeben. Ich würde sagen, wir fahren noch einmal 9er, oder? Was? Was ist mit dir los? Weil es so schön war. Ich glaube, ich fahre eine Runde Artillerie. Ich weiß nicht, ich bin heute. So, jetzt habe ich meine Werkzeugkiste, jetzt können die Leute kommen. Ah, nee, ich weiß, was ich fahre. Oh nein! Das fahr jetzt geil. Endlich dein STI! Oh, dann fahre ich halt mein STI. Lappen, ey.
So, wollen wir gleich nochmal einen schönen Tok-Zug machen zum Abschluss? Nein, ich hasse Tok. Echt jetzt? Hast du ihn nicht vorher geliebt? Nein. Ich mochte den noch nie. Ich mochte den die drei Gefechte, die ich mit ihm gespielt habe, noch nie. Dann lass uns jetzt trotzdem einen Tok-Zug machen. Dann nehme ich KV 2. Oh nein. Nimmst du nicht. ATC. Ja, kein eingeschränktes Matchmaking. Meine Mom hat eingeschränktes Matchmaking. Ich gebe dir gleich mal eingeschränktes Matchmaking. Lieber würde ich zwei Artis haben anstatt eine T92. Warum? T92 ist Bums. Was hat die Uhr? Achso, er ist. Die Uhr hat Zeiger, stell dir vor. Mein Telefon geht noch falsch. Muss ich nochmal umstellen. Dein Telefon! Hast du noch nicht auf Dingzeit, Winterzeit umgestellt oder was? Mein Telefon? Nein. Nein. So ein Noob, ey. Ja. Sonst komme ich ja nicht aus den Federn. Ich hab's umgestellt und komm trotzdem nicht aus den Federn. Ja, weil du es umgestellt hast. Ich hab's gar nicht umgestellt, bei mir geht alles automatisch. Ja, bei mir auch. Ja, das nenne ich umstellen, wenn's automatisch geht. Bei mir auch, alles halt außer mein Telefon. Fährt den Hochruck schon wieder hin? Oh ja, mein Gott, dann dreh ich wieder um. Ja, fahr auf den Hügel mit einem nahen Panzer, gut gemacht. Ja, und? Mach ich immer. Type 61 ist genauso blöd. Naja, kann hier langfahren, ist mega. Deich ist ja hier ist 8, ich bin viel cooler als du. Deich ist ja immer gerne erwähne, wenn ihr gerne mit uns spielen wollt und auch mal in der Aufnahme vorkommen wollt, könnt ihr einfach in unseren Clan beitreten. Da unten zum Beispiel, der Baller hat da nochmal den Clan-Namen reingepostet. Mit seiner schönen Werbung. Ja, muss ja sein, ey. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Otilla hat's erfasst, auf jeden Fall. So, was machen wir denn hier jetzt? Warum fahre ich eigentlich hier unten noch? Keine Ahnung. Warum fährst du hier unten noch? Keine Ahnung, du bist hier unten. Ich fahr du mal vor. Ich hab mich so angezogen gefühlt. Ja. Finde ich ja anziehend. Pass auf, da ist ein Jagdjäger. Wo? Da vorne irgendwo hier. Am Rand, links. Oben am Rand. Ich sehe ihn auch, und? Leckt mich. Er verschießt, und? Der steht hold down, ne? Und? No. Hey! Panzer, fahr nach vorne! Meine D-Taste. Lenk ihn ab. Meine D-Taste hat geklemmt. Geklemmt? Ja, schieß doch auf den Turm von dem STI. Danke, Arti, ich lieb dich auch. Mikro. Oh, guck dir das an. So. Guck dir das an. Ich hoffe, Arti hat mich in die Fahrerluke mit AP reingeballert. Oh, nein, kann der Waffenträger mich nicht. Nee, kann der nicht. Hey, komm, die Fahrerluke trifft eine russische Arti, das kannst du dir doch nicht geben. Ja, guck, jetzt breit die Sau mit E100 wieder mit Goldmunition ab, also! Ey, wie viel Glück hast du bitte, Horio24, du Scheiße. Trifft mit AP meine Fahrrad. Och, verschossen. Oh, ich glaube, die Straße ist nicht breit genug für uns beide. Ja, wir können es auch schnell ändern. Ja, lass mich lieber von den Schuss kassieren. Ich halt mehr aus als du. Ja, Sidescrape, damit ich auch gar nicht mehr. Ah, ich komm hier nicht, ich kann hier nicht. Wir könnten den eigentlich rushen, oder? Nee. Aber dann haben wir die STU und so, also bist du bereit? Ja. Okay, go! Du breitst ab, du breitst ab. Ich komm nirgendwo durch. Das ist so behindert, Kanone. Oh, das war perfektes Timing und AMX breit permanent mit Goldmunition ab, obwohl jetzt kommt die Sau durch. Sehr nice. Den ficken wir, Alter. So, du kleine Sau. Du willst abhauen? Du willst... Aha! Was? Geil! Goldmunition. Ich hab leider kein Gold dabei, weil ich kein Loot bin. N-
Irgendwie sieht es scheiße aus, wie der Turm jetzt etwas schräge ist. Ach ja, keiner hat mir gefällt. Wow. Würde immer helfen. Ja, ich war der Einzige gegen EN100 und STI und ich bin Stork und hab mir STI. Das muss der verrecken, also verliere ich jetzt und wahrscheinlich auch gegen mit Gold nirgendwo durch. Ja, ich kann nichts dafür, wenn er mich auf einmal one-shottet. Lol, der schießt ja auch mit Gold, der kleine Bastard. Ja, ich hab doch gesagt, Amix schießt ganze Zeit mit Gold. Oh oh. Und tschüss. Oh oh. Oh oh. Du prallst ab. Eine gebe ich dir noch! Er prallt ab! Nein! So ein Goldnub, ne? Oh Mann. Hoffentlich gewinnen wir das wieder. Also kann der, brauche ich ja nicht den Energie nehmen. Allein fürs Video, allein schon davon. Wir gewinnen das schon. Und wohl unsere IS-7 verkacken gerade. Wir verlieren. Ah, oh, wo Gott. Schießt der bitte hin? Wie kann man da abprallen? Der wird sich jetzt wahrscheinlich auch denken, du prallst ab. Oh mein Gott, ist der Jagdpanzer dumm. Ja. Ist seine ich Kanone. Doch ein Medium nehmen sollen, ich hab's gewusst. Ey, ist seine Kanone irgendwie Schrott oder so? Er kann die nicht bewegen. Ihr seid ja lustig drauf. Ja, diese Aufnahme ist irgendwie lustig. Kommt jetzt nicht die Trollrunde? Ja, jetzt kommt die Trollrunde, deswegen wollte ich ja Trott nehmen. Kann ich trotzdem KV2 nehmen? Ich hab noch keinen KV2, solange ich den noch nicht hab. Ja, darf ich ihn auch nicht fahren, oder was? Ja! Nämlich den A43. Ey, beim der hat kein eingeschränktes. Ja, der KV2 doch auch nicht. Ja, aber der Torque hat eingeschränkt. Ja, aber der Torque hat 170 Durchschlag. Ja und? Kommt überall durch. Was, ja und? Reicht doch. Ja eben. Ja also. Kannst auch den Torque nehmen. Tschüss, wäre ich nicht. Tschüss, scheiße. Ich hab keinen Bock auf 7 oder 8er Gefecht, also kommt's jetzt. Ein 6er. Also wenn die jetzt eingeschränkt ist, hat, dann flippe ich aus. Sei froh, dass du kein Fury hast. Ach, ich hab einen Fury. Seid ihr schon draußen oder was? Ja. Also ich guck noch zu. Ich auch. Ich nicht. Hier sehen wir unseren spannenden T62, T82 würde ich schon sagen. T62A in seiner Glanzform. Obwohl, er muss gegen seinen Bruder kämpfen. Obwohl er hat schon ein paar Einschusslöcher. Aber er macht den T82. Schon wieder 82. 62. Naja, er braucht ja nur die Captain. 82 mit locker. Wo schießt denn der? Okay, er macht den nicht locker flockig. Kackbuhn. Wenn du dieses Video siehst, du bist ein Noob. Er hat immerhin die Cap, somit haben wir also gewonnen. Wir hätten eh gewonnen! Wir waren die Mehrheit. Alter, mein Turm sieht wirklich beschissen aus. Obwohl, da kann ich leicht in die Wanne reingucken. Ist ja klein da drin. Aber der Turm sieht richtig beschissen aus, wie er so leicht geschrägt ist. So das war doch ganz okay eigentlich. Ja, war. Ich fand's lustig. Ich glaube, Baller fand's nicht so lustig. Also, außer der E100er, der meinte, Goldmunition in mein Heck reinzuschießen, wo auch zufällig auch das Munitionslager gelagert wird. Ich glaube, der hat in deinen Turm reingeballert eher, oder? Nein, der hat, glaube ich, in meinen Motor reingeschossen. Ja, der Motor ist angebrannt und hat das Munitionslager entzündet. Nein, der ist nicht gebrannt. Der ist nicht gebrannt tun sollen. Nein, der ist nicht gebrannt. Ich in deine Schuhe gekackt, ich habe. Genau. Ich war trotzdem kein Talk. Wer sitzt Talk? Ach, nein. War ja lieber Panzer für Schmalturm. Ey. Dann fahren wir jetzt gemeinsam alle T34 oder so. Oder Panzer 1C. Nein, Spaß. Oder KV2. oder T34. Welchen, den großen oder den kleinen? Klein. Hab ich nur mal. Oh, dann kauf ihn dir wieder. Dann nimm dein Churchill. Komm, lass doch einfach mal irgendeine Trollstufe fahren. Trollstufe, was hab ich denn dafür zum Trollen? Ja, ach, das ist gut. Na, Spaß. T1 zum Beispiel. Oh, T1.
Die Ernst habe ich nicht mehr und ich habe auch gar keinen Stellplatz mehr. Oh, du bist ein Noob. Meine Ausrede, mein Freund. Trollrunde, BDR. Ist Fünfer. Jawohl. Ja, ihr könnt ja eure Talks nehmen, dann nehme ich halt einen anderen Sechser. Aber du hast keinen eingeschränkten. Der hat 170 Durchschlag, Mann. Und? Der braucht keinen eingeschränkten. Oder wir machen jetzt T7 Combat Car. Hab ich nicht. Dann nimmst du halt einen anderen Zweier oder so. Kein Zweier. Dann kauf den Zweier. Du hast echt keinen Zweier. Nein. Was machst du mit den ganzen? Was machst du mit den ganzen Geschenken? Verkaufen? Mann, bist du ein Kackbuhn. Ja, gut, dann lass uns drei fahren. Mensch, ich will den nächsten Data wieder drin haben, dann kann ich auch T7 Combat Kack fahren. T7 Combat Kack? Kack! T7 Combat Kack! Yeti! Warte, warte, ganz ruhig. Ihr drei. Und ich warte. Du kommst mein Dreier. Und ich warte. Alter, du hast einen Scheiß-Mod, womit du es listen kannst, was dir angezeigt wird. Da kannst du wohl T3 anzeigen lassen. Das kann ich auch. Nee. Doch. 10 zu 1 im Moment. Also bei Otella läuft. Ja, auf jeden Fall. Alter, du mach jetzt mal hin. Ich hab keine Lust, dass das Video Überlänge bekommt. Ach komm. Ja. Nee, ich muss kurz die Crew in den Panzer reinhauen. Oh. Ich weiß auch nicht, wo die schon sind. Nimm die mit den Blinden. Mit den drei schwarzen Punkten. Baller? Den Ladeschütz mit den drei schwarzen Punkten nochmal. Ich schreib dir was. Okay. Ich schreib jetzt bestimmt, dass ich ein Noob bin. Also. Ja, war der gemein. Der ist ganz gemein. Ja. Oh. Quatsch. Ganz gemein. Ja, Quatsch. Oder ist einfach nur ein Loop, das geht auch. So. Bon. Na. Oh, hier das schöne Kommentar im Hintergrund. Verstören dann jeden Tag. Ich muss nur den Tag versüßen. Ah, oh, das ist ja schön. Alter, ist das OP. Okay. Also, dir fällt. Ja, ich hab's jetzt. Versprech. Och, Mensch, Baller! Ja. M2 Medium. Oh, das uraltes Ding, was habe ich damals. Das Ding hat eine schöne Trollgun drauf. Ich weiß, ich habe ja T82 genutzt. Ich habe da gerade ein bisschen Gold reingepackt. T82 hat auch eine wunderbare Trollgun und ich brauche jetzt keine Goldmunition, ich tue eh alle One-Shot. Oh, ich lade trotzdem ein bisschen Gold an den Medium 3 an. Ich habe, glaube ich, nur 3 Hohlladungen dabei für 5er. Mehr auch nicht. Mit Medium 3? Dördergold. Achso, unsere. 100%, 100%. Ne. Ja, bestimmt. Du meinst bestimmt den unteren, ne? Ja, klar. Alter, wie bitte hat 0.000 Gefechte, hat eine Wertung von 1.600, 100% Win-Chance auf beiden. Das muss doch ein zweiter Account sein. Oder er hat seinen Account zurückgesetzt. Geht ja schlecht. Doch, man kann seinen Account zurücksetzen. Ist wirklich so. Wer ist so blöd und macht sowas? Ich meine, dadurch werden ja eigentlich die 2M-Stats nicht zurückgesetzt, oder? Doch, alles, dein ganzer Account wird zurückgesetzt. Ja, aber das weiß ja XVM nicht, dass du bei WoT einen Account-Reset beantragst. Doch, das wird alles zurückgesetzt. Das weißt du, ne? Ja! Das haben wir schon mal gemacht, weil du mal eine Tomate warst. Ja! Wer ist denn die Tomate? Bin ich jetzt der Einzige, der wegfährt? Rushen wir die Banane? Also ich bin schon dabei. Ja, du bist der Einzige, der auf dem Berg fährt. Ich glaube 91 Durchschlag reichen für Tier 3. Nein, ich hab verschossen! Jedi! Hilf mir! Der Hochguckswetter wird durchgefasen. Oh, wie die Kanone. Hochgucks, hilf mir! Danke! Bitte! Oh, der PZ38T muss ich aufpassen. Lade jetzt mal ein bisschen heilen. Ich bin gefickt. Warte, wir kommen von hinten. Wir kesseln ihn ein.
Oder du One-Shot. Schon wieder daneben! Und da. Lass mich! Weil keiner auf Flügel ist, Mann! Nein! Nein! Weil keine Sau auf Flügel ist, ich bin der Einzige auf Flügel. Penetration, Alter, mit Heu! Was soll denn das für eine Scheiße? Jedi, wie schlecht ist deine... Ich liebe diesen Panzer. Jedi, T-82 ist besser. Bloß, ich hab ganze Zeit verschossen. Das ist halt eine T-18 mit Turm, ne? Weißt du, ich bin... Was für ein Scheiß-Team, Alter, ohne Witz. Ich bin... Danke. Der ist doch so, keiner ist auf dem Hügel, auf dem Hügel waren 5 Stück. Weißt du was, Jedi? Ich bin vor dem PZ-38T, circa 5 Meter entfernt. Ich drücke ab. Was passiert? Der Schuss geht genau da vorbei, wo er noch vorbeigehen kann. Also man sollte mit diesem Panzer nicht mit Gold schießen, obwohl es viel Durchschlag hat. Au! Lauf damit! Wir haben schon wieder durchschlagen. Also ich brauche kein Gold, ich habe alle so weit gewonnen. Du Loop! Du Elendicher! Fein. Das ist so geil. Wollen wir gleich noch eine Runde? Dann gibt's heute... Oh, Alter, geht das Ding ab, ey. Ich habe jetzt schon 1000 Damage gemacht, Junge. Nein, die Captain! Nein! Versaut mir nicht mein geiles Gefecht! Nein, das ist ein Jihad. Na ja, da ist ein Jihad, der hockt da schon die ganze Zeit. Ich weiß. Ich habe erst gedacht, der ist Leader, weil ich die Windrate angeschaut habe. Unser Medium, der ist gut. Den müssen wir rekrutieren. Mhm. Wie viel Damage macht ein Jihad? Keine Ahnung. Genug, um dich zu töten. Der hat doch die Trolga, also die hat doch Trommel, oder nicht? Ah, nur 72, ich hätte den gewonshottet. Nur 43. Prall ab. Warum? Ja, au. Mach ihn fertig, los! Och Mensch, was für eine Lüge. Krieger! Nein, wir verlieren trotzdem. So ein Scheiß-Team. Du musst zurück. Ich weiß, dass ich zurück muss. Ein ja. Junge, ich hab 2/3 aller Kills gemacht und das Team verliert. Oh Mann, ey, warum? Und tschüssi. Weißt du, wir hätten das. Ah! Wir hätten das echt. Ach, Mann. Wir hätten das echt gewinnen können, ne? Wenn ich nicht vor 5 Meter vor diesem scheiß PZ-38T verschossen hätte. Und der ging daneben. Alter, ich zieh nicht mal ein und treff trotzdem. Ja, du hast mein Glück geklaut, Alter. Du schießt nicht mal anvisiert. Ja, du schießt nicht mal anvisiert, alles. Ah! Fuck! Fuck! Panzer voraus! Wenn der jetzt trifft, ne? Oh mein Gott! Das ist verlegt! Der hat Aimbot. Nee, ich hab da einen Waffenrichterantrieb draufgehauen, gerade eben drüber zurückgehauen. Nein! Ah, schießt der immer noch! Da ist die Minimaus! Die Minimaus? Da ist so ein scheiß Sound davor, der muss erstmal weg. Oh, nur 41 irgendwie machst du. Das ist der Minimaus, Junge! Du machst immer weniger. Nein! Du machst ja immer weniger Damage. Ja, wenn sie durchschlägt, ist egal. Wenn sie nicht durchschlägt, ist auch. Kommandantenmodus hat dich verlassen. Wollen wir noch eine schnelle Runde hinterher? Alter, ja, das bekommen wir, ey. Leck mich am Arsch. Wollen wir noch mal eine schnelle Runde hin? Scheiße, ey. Jedi. So Special Folge. Ja, klar. 13.000 W8, Alter. 13.000! Ja. Du Mongo. Oh, schön. Wenn er jetzt dafür nicht 13 Punkte aufsteigt, ne? Nee, ich spiele jetzt immer nur noch blau, weil jetzt gefällt es so scheiße. Oh, nochmal hier. Juhu! Alter, da hat einer 10.800 Gefechte auf sein BT2. Wo? Und ist trotzdem auch rockig. Ach, oh, schön. Was für ein Mongo! 10.000, wie hobbylos muss der gewesen sein? Der Rudi! Ich
Ich meine, der Panzer ist ein guter Panzer, der ist sogar leicht OP, meiner Meinung nach. Und dann ist man orange, wenn man den 10.800 Gefechte spielt. LOL! Ja, er ist halt schlecht. Los, Jedi, ab in die Stadt! Wollen wir mal die Stadt erfrischen? Ich hoffe, jetzt läuft es. Und ich verschieße hoffentlich nicht wieder wie vor fünf... Ja. Verschießt du wieso wieder? Ja, vor fünf... Nee, die sind wahrscheinlich sogar noch vor einem Meter, Alter. Jedi! Nice! Warte, ich hol den 35T hinter uns. Die sind so gefickt hier, ne? Ich hab nachgeladen, jetzt kann der nächste kommen. In den, oh nein, ein AP! Und er haut ab! In den Turm hab ich ihn rein! Alter, fuck! Dieser Panzer! Überhaupt nicht OP, nein! Ey, wie kann mich der Theke bitte treffen? Oh, kommt schon, Cruiser. Baller klaut nicht mein Film. Was? Ich werd überrannt! Ah! Aua! Jedi! Mein Fahrer ist down! Aua! 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 Warum habe ich den scheiß Shihan... Was war denn das? Doch, Chihan, nur 300, nur 100 Damage gemacht. Ich glaube, ich habe ihn auf der Kette geschossen. Schon wieder ein Sieg. Alter, wie du schon wieder alles auf. Jedi Aimbot. Jedi? Hallo? Baller? Ja. Okay. Wo ist hier? Ja. Nee, sorry, ich bin leicht angepisst. Baller, komm. Was soll ich denn machen? Ich hab auf den Chiha auf der Kette geschossen und war halt, ne? Nur noch 100 Damage. Nee, ich fahr nach vorne und das halbe Team campt in der Base und ich bin sofort weg. Ja, und ich war da hinten alleine gegen 5 Panzer. Nee, 4 kamen angestürmt, einen hatte ich schon zerstört. Ich war gegen das halbe Team, weil das halbe Team da campt. Ja, und ich war fast ein Drittel. Ja, ich hab meinen Krieger schon wieder gemacht. Ich hab fast ein Drittel. Ja, sorry, das, da, ich wollte außen rumfahren und dann warst du auf einmal schon tot. Ja, ich wurde überrannt. Und ich hab... Wie kann das sein, dass das halbe Team von dem in der Base kämpft? Weißt du, ich schieß den Chiha so schön warum in die... Schön in die Seite rein. Ach, was, schön in die Seite rein? Ja, beim Chiha. Und was passiert? Ich treff seine Scheißkette. Und mach... Nein, der fährt bei diesen Dingern entlang. Mach nur 100 Damage. Jetzt. 8 Kills, ein Kill besser. 8 Kills, aber weniger Damage. Kiss-Dealer. Aimbot. Hier gab's einen kurzen Cut. Da irgendwas. Keine Ahnung. Hat sich irgendwas aufgehangen und ich hab Cut gemacht. Jedi? Hala? Ja. Was ist mit Jedi los? Warum hört man den nicht mehr? Verkackt sein Headset? Er ist angepisst, das kann ich verstehen. Ja, Baller, ja, aber Jedi, ich hab. Nee, sorry, ich war kurz gemutet. Achso. Aufnahme läuft inzwischen wieder. Wieder 8000 P-Nacht. Ich glaube, ich weiß, welchen Panzer ich fahre, wenn ich schlecht spiele. Hetzer ist gestorben. Nee, Hetzer ist genauso geil. Nee, M2 ist besser. So. Alter, ich hätte nie gedacht, dass der Panzer so geil ist, ne? Ich nehme hier schon fast. Fury oder was?
Nein, M2 Medium Tank. Ach so. Ja, ich hab den damals in der Beta-Zeit und so gesichtet. Der hat dann noch jeden gewone-shottet. Jetzt ist es zwar nicht mehr so. Aber ja, aber die leichten One-Shotted halt immer noch, das ist halt das Geile. Ja, T82 ist auch OP, es sei denn, ich treffe Ketten. Dann verkacke ich durch die lange Nachladezeit. Das Blöde ist halt, das Heat macht halt nur 110 Damage, also One-Shot ist halt nicht jedem. Also doch lieber HE nehmen. Ja, definitiv. Ey, ich lade ja, ich benutze ja HE. Nein, ich meine ja nicht dich. Bei dir One-Shotted auch Heat alles. Ja, das stimmt. Ich mach mit Heat an einen 5er auch meine volle 450 Damage oder so. Mhm. Mit dem Ding kann ich an 5ern durchkommen. So, 91. Verabschiedung, würde ich mal sagen, da wir schon Überlänge haben. Ja, sollte auch mal sein, ne? Ja. Auf jeden Fall. So, das war's dann mal für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und ciao, ciao. Bis dann.